Frost. Bis zu 200 Tage im Jahr. Jedes Jahr. Was nirgendwo in der DDR vorstellbar scheint, am Fichtelberg ist es Realität. Jahrzehntelang. Hier oben am Gipfel kommt Brigitte Roscher zur Welt. In einem Haus, an dem Orkane reißen, das jeden Winter einer Polarstation gleicht. Die Wetterwarte. Ein letzter eisiger Vorposten. Der schönste, der sich denken lässt für ein Kind des Berges. Ich habe einen Schneesturm gerne gehabt. Das war wunderschön. Und da, wenn die Gewalten der Natur irgendwie mit einem selber dann harmonieren, ich habe da am liebsten gesungen und bin dann rausspielen gegangen. Das war irgendwie für mich was Ergreifendes. Welche Macht diese Schneestürme entfalten können, wie schnell arktische Temperaturen Gefahr heraufbeschwören, auch das erfahren die Kinder hier oben, in einer denkwürdigen Nacht. Rosenmontag 1963. Im Erzgebirge tanzen und feiern die Jecken. Auch nebenan im berühmten Fichtelberghaus, bis plötzlich unterm Dach ein paar Kerzen umfallen. Mitten im Faschingstaumel schrillen die Sirenen, rücken Feuerwehren aus. Bis auf einen Kilometer kommen sie an den Gipfel heran, dann stoppt meterhoher Schnee die Fahrzeuge. Die Straße zum Fichtelberg ist unpassierbar. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie nie jemand beräumt. Bleibt nur noch ein Weg nach oben, über die Schwebebahn. Fast 200 Feuerwehrmänner fahren rauf mit der Gondel, um oben angekommen festzustellen, es ist nicht genügend Wasser da. Die nächste Zapfstation tief unten im Tal. Da hieß es also, das Wasser muss hoch und dann war eine Feuerwehr da von Anneberg mit. Für die war es kein Problem, aber wir wussten schon, also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die haben alle ein paar Meter eine Pumpe eingesetzt. Das war schon richtig organisiert gewesen, also durchdacht alles. Aber eben die Nacht war so kalt, es war ja, glaube ich, 20, über 20 Grad minus gewesen. Und das hat es nicht ausgehalten. Es ist halt in den Schläuchen festgefroren. Die Feuerwehrleiter mit ihren Händen sei auch an den Schläuchen teilweise festgefroren durch das Wasser, dass das halt so gefroren ist. War keine Möglichkeit. Und dann hieß es, alle hoch, alle Mann hoch und rettet und rettet. Es waren ja die Leiter hier von Chemnitz, von Anneberg, überall waren die ganz großen Chefs da. Aber es konnte niemand was machen. Es war kein Wasser da. Und dann haben wir alle aufgepasst, wie das weggebrannt ist. Die ganzen Leute, die haben alle den Berg leuchten sehen. Die sind alle irgendwie rausgerannt, wo das dann kam im Radio und haben halt geguckt und haben dann den Berg leuchten sehen. Die Kunde von der völligen Zerstörung dieses erzgebirgischen Symbols, sie ist ein Schock für die Region. Doch schnell machen neue aufregende Nachrichten die Runde. Am Fichtelberg, heißt es, habe die DDR Großes vor. Ein St. Moritz des Ostens soll entstehen, wenn erst einmal alle Straßen zum Gipfel befahrbar sind. Das Dach der DDR Tag und Nacht erreichbar für zehntausende Touristen. Im Erzgebirge beginnt Mitte der 60er eine neue Ära des sozialistischen Straßenwinterdienstes. Ein kleiner Kulturschock. Denn früher lief das hier anders. Die Leute haben sich früher mit abgefunden, wir sind eingeschneit, bleiben wir eben. Gehen wir im Teil nicht auf Arbeit, das ist so, ne? Da war es eben normal, dass der Ort erst am nächsten Tag wieder erreichbar war. Da ist ja der Winterdienst, der organisierte Winterdienst, 50, 60 Jahren schon ein enormer Fortschritt gewesen.
Durch den Schnee ein paar Gänge graben, haben sie freilich auch früher hier schon gemacht. Nur halt alles auf Basis reiner Muskelkraft. Winterdienst, das ist jahrzehntelang ein gigantischer Kraftakt. Und Subotnik. Größere hat Oberwiesenthal danach kaum mehr erlebt. Da mussten dann alle Männer aus den Häusern raus und hat dann jeder geschaufelt. Und vor den Fenstern wurden dann die ganzen Batzen, also vor den Häusern, das sah dann aus, als wären lauter Sandsäcke da abgelagert worden. Jetzt, 1965, wird der Schnee plötzlich auf Zügen rausgeschafft. Pflügen Maschinen, Schneisen bis hinauf zum Gipfel. Eng, aber doch befahrbar, solange das Wetter mitspielt. ...1965 spielt es eher verrückt. Und das nicht nur im Süden der Republik. Das Schneechaos auf den Straßen, Schienen, Tagebauern des Landes. Es beherrscht die Schlagzeilen der 60er Jahre beinahe jeden zweiten Winter. 2 Tage und eine Nacht schon schlagen Bevölkerung und Truppenteile der Nationalen Volksarmee eine Schlacht gegen den Schnee. Ohne Unterbrechung sind Fahrzeuge des Straßenwinterdienstes im Einsatz. Aufgeben gibt es nicht. Zum wiederholten Mal muss das Fernsehen der DDR 1968 den Ausnahmezustand verkünden. Leicht genervt, weil so etwas schließlich nicht nur im Land selbst für Schlagzeilen sorgt. Was liest man darüber nun in westlichen Blättern, wo man sonst gerne von deutschen Brüdern und Schwestern, von nationaler Schicksalsgemeinschaft und Ähnlichem faselt? Da ist der Verkehr der Zone gelähmt, die Versorgung der Zone zusammengebrochen. Sie wären keine Kapitalisten, wenn sie nicht alle Mittel im Kampf gegen die Arbeiterklasse einsetzen würden, sagte Rosa Luxemburg einmal. Selbst mit dem Wetter hat sich dieser Feind scheinbar verbündet. Doch der Sozialismus schickt eigene, himmlische Scharen. Tausende ziehen mit Schippe, Filzstiefel, Wattejacke los. In die große Winterschlacht, in Gang gesetzt vom Rat des Bezirks, dem Generalstab. Wenn dort eingeschätzt wurde, wir brauchen aus der Industrie zusätzlich Arbeitskräfte, dann wurde der Kommunalsdirektor angewiesen, du hast ab morgen oder ab übermorgen so und so viele Arbeitskräfte zu stellen, so viele Fahrzeuge zu stellen. Wenn dann Einsatzstufe 3 war, dann kam der große Befehl, alles stehen und liegen lassen und alles, was zur Verfügung steht, den Winterdienst zur Verfügung zu stellen. Koste es, was es wolle? Das kann man so sagen. Also der Winterdienst war schon hoch angesiedelt, weil man wollte ja natürlich, dass die Wirtschaft auch im Winter möglichst reibungslos weiterläuft. Zu diesem Zweck werden seit den 60ern jedes Jahr Trockenübungen anberaumt. Die Woche der Winterbereitschaft. Ja, hier ist die Straßenmeisterei Rügen, Winterdienstzentrale. Bei uns ist ein Alarm ausgelöst, um die Winterdiensteinsatzbereitschaft zu überprüfen. Penibel wird jedes Rädchen im großen Getriebe Winterdienst geprüft, gezählt, abgenommen und dokumentiert. Bitte ans Gehöft kommen. Bei diesem Alarm hier geht es vor allen Dingen um die weitere Erhöhung des Einsatztempos des Straßenwinterdienstes. Das erschien ja auch für manchen Außenstehenden vielleicht etwas übertrieben. Aber trotzdem wurde es durchgeführt und ich denke auch, es war nicht ganz umsonst. Solche Überprüfungen sind notwendig und unter diesen Bedingungen klappen sie auch fast immer. Die eigentliche Bewährungsprobe findet dann selbstverständlich erst im Winter statt. Das denkt sich auch Wolfgang Schlegel, der damals jeden Herbst Technik und Personal für den Winterdienst kalkulieren muss. Als Technologe bei der Deutschen Reichsbahn. Oft genug stößt er dabei an Grenzen. Von Problemen in den offiziellen Berichten keine Spur. Die Eisenbahner werden Tag und Nacht unterstützt von hunderten freiwilligen Helfern. Es sind im Augenblick Lehrlinge, Bauarbeiter, Kollegen vom RAW. Die Gleise werden jetzt freigeschaufelt.
und der Schnee, um neue Verwegungen zu vermeiden, auf Schneezüge verladen. Freiwillig kam keiner. Freiwillig kam keiner. Die Betriebe kamen nur, wenn sie vertraglich dazu gebunden waren und möglichst noch eine Vertragsstrafe angedroht war. Und die Betriebe wollten keine Verträge abschließen. Niemand hatte Leute. Es hieß immer, keine Leute, keine Leute, keine Leute. Allein in Wolfgang Schlegels kleinem Stellwerksbezirk Wustermark bei Berlin sind über 130 Weichen vom Vereisen zu schützen. 24 Stunden lang, Tag für Tag. Ein Mammutprogramm, für das es angesichts eher rustikaler Technologie viele Helfer braucht. Und geschultes Personal. Das Problem war, bei jedem, der draußen fegt, musste auch ein Sicherungsposten bei sein, der mit Signalhorn und Flagge bewaffnet war und nur aufpasste, wo kommt der nächste Zug her, damit die am Leben blieben. Ne? Und das war das große Problem. Wir hätten hunderte von Leuten vielleicht einsetzen können, aber wir waren nicht in der Lage, sie zu sichern, weil die Sicherungsposten nicht ausreichten. Es sind jeden Winter irgendwelche Unfälle passiert, auch tödliche. Also da waren wir selten vorgefeit. Schönwalde ist sowas mal passiert. Da ist eine Schneeräumkraft, eine fremde Kraft, die viele Jahre schon im Einsatz war. Der hat dem Fahrdienstleiter der gesagt, ich gehe mal da raus, ich weiß Bescheid. Und dann kam er nie wieder. Er ist überfahren worden, im Schneegestöber. Die Opfer der großen Winterschlacht, sie schaffen es eher selten in die Nachrichten. Wo man lieber den großen kollektiven Schaufelschwung feiert. Im Kampf gegen die Härte dieses eisigen und frostigen Januar bewährt sich die Menschengemeinschaft, die in Jahren gemeinsamen sozialistischen Aufbaus gewachsen ist. Gut, Nörgler gab es damals schon. Einer schafft es Weihnachten 1970 sogar ins Hauptprogramm. Kreuzspinn und Kreuzschnabel, immer nur diese Aufrufe, schipp fleißig Schnee, denkt an die hungernden Vögel im Winter. Ich kann das schon nicht mehr lesen. Man müsste einmal was Tolles erfinden. Ja, damit alle Augen und Ohren aufreißen. So etwas vielleicht? Bis zu 1000 Tonnen Schnee pro Stunde räumt diese Maschine ab. Sowjetische Bauart, selbstverständlich. Wie von Herrn Fuchs gewünscht, investiert die DDR Anfang der 70er Jahre massiv in Schneeräumtechnik. Es war laut, es hat gedröhnt. Das war ja gewisse russische Technik. Robust, widerstandsfähig und auch kräftig. Also da war Bums dahinter. Mir ist eigentlich auch fast kein Beispiel bekannt, wo diese Schneefräse die Straße hätte nicht aufmachen können. Mit einem halben Panzermotor unter der Haube ist die russische Sil-Fräse ein Kraftprotz ohnegleichen. Nur einsteigen, losfahren, fräsen, so läuft das hier nicht. Wie soll ich sagen, man muss versuchen, Dinge ein Hobby haben oder sonst wie. Das Armaturenbrett, das sah schon aus wie ein Flugzeug. So viel waren da, was da angezeigt hat und alles. Aber da hat man sich reingefitzt oder sonst wie. Man muss Interesse haben, sonst hat es keinen Zweck, dass man auf so ein Gerät setzt. Wer 8 Stunden Schneefräse gefahren ist, der war hinterher fertig. Aber man muss trotzdem sagen, die Schneefräsenfahrer hätten niemand anders draufgelassen. Die waren schon heiß darauf, mit den Dingern draußen rumzufahren. Klar, im Erzgebirge ist, wer sowas fährt, King of the Road. Doch es gibt noch einen ganz simplen Grund, warum Etta Maschina schnell zum Kronjuwel des Straßenwinterdienstes avanciert. Die DDR-Winterordnung. Es war per Gesetz festgeschrieben, dass nach Eintritt des Ereignisses, sie nennt sich das, innerhalb von 2 Stunden die Straße geräumt und gestreut sein muss. Natürlich unter winterlichen Bedingungen.
Heute sind die Straßengesetze der Länder so, dass drin steht, der Baulastträger der Straße, also der Eigentümer, der Bauherr, sollte nach besten Kräften und Mitteln oder mit die Straße im Winter schnee- und eisfrei halten. Der große Unterschied besteht darin, dass in der DDR der Bürger, also der Kraftfahrer, einen Rechtsanspruch hatte. Wir wollten ja besser sein als der Westen. Stolz präsentiert das Fernsehen der DDR jedes Jahr die Größe dieser Winterflotte. Das sind mehr als 9000 Schneepflüge, 175 große Schneefräsen sowjetischer Bauart und nicht zuletzt 36.000 Menschen, die bereit sind, den Straßenwinterdienst den Bedingungen entsprechend durchzuführen. Auch das Heer der Reichsbahn kann sich sehen lassen. Bis zu 20.000 Menschen schieben hier Winterdienst. Und doch kommen sie kaum hinterher. Denn dem Eisenbahnbetrieb setzt der Winter an fast allen Stellen zu. Wahrhaft dramatisch wird es, wenn Berge weißer Eiskristalle sich im Gleis verirren. Die geballte Kraft einer Schneepfluglok und zwei großer Güterloks scheiterte an der meterhohen Schneeschicht auf den Gleisen. Schrott. Aber Menschenleben blieben verschont. Mitte der 60er Jahre kein Einzelfall. Züge, die der Schnee gewaltsam stoppt, hat Wolfgang Schlegel in seinem Leben jede Menge erlebt. Ein Ereignis hat sich tief eingebrannt. Da ist so ein Interzonenzug von Berlin nach Hamburg in Bredow in der Schneewehe stecken geblieben. Der ist mit 100 km/h dort reingefahren und ist nicht mehr rausgekommen. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Schnee da liegt, um ein Zug, der 400 Tonnen schwer ist und mit 100 km/h in so eine Schneewehe fährt, am Ende nicht mehr rauskommt. Den hat man mit 300 Russen ausgegraben. Niemand will von der Schneewehe vorher etwas bemerkt haben. Mysteriös. Den nächsten Tag geht Wolfgang Schlegel der Sache auf den Grund. Das heißt, er versucht es. Denn auch der Personenzug, mit dem er fährt, kommt nicht weit. Der Lokführer sagt, hörst du das? Ja, ein Schleifen, ein ganz feines Schleifen. Das war der Schnee unten, der am Fahrgestell und überall lang schleift. Und plötzlich wurde das dunkel im Triebwagen. Der Schnee lag bis an die Fenster hoch. So dunkel wurde. Eine Seite war hell, die andere Seite lag der Schnee. Und da sagt der Lokführer, was macht man jetzt? Ich sage, rückwärts geht nicht mehr. Gib Gas, Gas, vielleicht geht's. Es ging nicht. Wir sind stecken geblieben und der schlaue Zugführer, der machte, drückte auf den Türknopf und dann ging diese Falttür auf und nie wieder zu. Aber der Schnee kam mannshoch durch die Tür in den Triebwagen reingedrückt. Und eine Weile haben wir es ausgehalten, weil wir ja so ein Heizaggregat für Warmluftheizung für den Triebwagen hatten. Aber das ging nicht mehr lange. Nach 3 oder 4 Stunden ging diese Heizung aus und dann haben alle 27 Leute und wir alle zusammen da drin gesessen und haben nur noch gebibbert. Und Hilfe war nicht zu erwarten. Es kam keine Hilfe. Funkgeräte gab es nicht, Handys gab es nicht, wir konnten niemanden verständigen. Da bin ich ausgestiegen, dann bin ich in einen stillgelegten Schrankenposten gegangen, da habe ich das Fenster eingeschlagen. Und telefoniert. Vergebens. Die Geschichte mit der neuen Schneewehe an fast genau der gleichen Stelle will ihm im Reichsbahnamt niemand glauben. Unverrichteter Dinge muss er zurück. Ich habe dann die 27 Leute, weil absolut nicht abzusehen waren, wie wir rauskommen, an der Seite genommen und gesagt, alle mal Händchen an Händchen anfassen in dem Schneeschimmer. Man hat ja seinen Vordermann ja nicht gesehen. Dann sind dann eben die Strecke da lang gelaufen. Die Reisenden, naja, für die war es am Ende sogar noch ein Erlebnis, aber wir haben über 9 Stunden festgesessen. So etwas kann einem auf den Straßen der DDR zum Glück nicht passieren. Oder doch? Natürlich ist vorgekommen, dass auch mein Auto eingeschneit war. Ich bin selbst mal stecken geblieben. Ich musste mich selbst mal von meiner eigenen Schneefräse herausziehen lassen. Das ist mir mit dem PKW passiert. Ich bin selbst in die Schneewehe gefahren
Ja, was blieb mir übrig, als über den Funk zu melden? Ich sitze fest. Ich habe zwar nie verraten, warum. Ich brauchte mir aber nichts daraus zu machen. Mein Schneefräsenfahrer, als er mich dann herausgezogen hatte, der hat schon dafür gesorgt, dass es über den Funk jeder wusste, was mir passiert war. Naja, ich kann mich gar nicht so ganz richtig erinnern, ob das auch so war. Ist ja auch schon lange her. Und mein Gott, passiert ist schließlich jede Menge, wenn es erst mal losging mit den Schneestürmen. Mir ist passiert, da habe ich aufgemacht. Auf einmal gucke ich, da hat mich ein Westalter geholt. Von Westen drin. Na, ich dachte, weit kommst du nicht. Na, da war noch eine Kurve, wo ich nicht einsehen kann. Wo ich dann in der Ecke nehmen kann, kamen sie mir entgegengelaufen. Ich sage, da haben sie nicht die Sperrscheibe vorne gesehen. Naja, ja, was soll die Ausreden, da sind sie. Zu der Zeit hat er mir ein bisschen was um Nein gesteckt. Das war. Und da sind sie hinter mir hergefahren bis zum nächsten Ort. Die kleine, spontane Pannenhilfe, ob so oder so, ist etwas, worauf jeder Kraftfahrer in der DDR bauen kann. Bauen muss. Denn professionelle Pannenhilfe soll es geben, nur wenn wirklich was passiert, ist sie meist weit weg. Also hat man gesagt, ehe ich hier eine Stunde warte, kümmere ich mich mal selbst erstmal. Man hat sich auf die Straße gestellt und gewunken. Das hat jeder angehalten. Heute hält kein Mensch mehr an. Damals haben die alle angehalten. Ging auch. Mehr oder weniger. Nur in Extremfällen müssen die Profis ran. Einer wie Klaus-Ulrich Schulz, der seinerzeit in Ruhland selbst einen dieser Pannendienste betreibt, nebst Kfz-Werkstatt. Allzu viele Schäden muss er damals im Winter nicht verarzten. Sondern ganz eindeutig fuhren die Leute langsamer, denn so ein Auto war ganz was Großes. Und wenn man das kaputt machte, war das Große kaputt. Das heißt, man fuhr also langsamer, man fuhr besonderer. Oder gleich gar nicht. Doch hin und wieder lässt es sich eben doch nicht vermeiden. Dummerweise bleibt es gefährlich, wenn hier der Winterdienst wieder für geordnete Verhältnisse sorgt. Denn diese Kiesschleudern, unberechenbar. Das war ein gefrorener Kies, der dann irgendwann mal als Kartoffelgröße rauskam, nicht? Und durch den Düngerstreuer breitgeschmissen wurde. Und dann die Windschutzscheiben nicht wie heute doppelt geklebtes Glas, sondern das war ja noch richtiges Krümelglas. Nicht? Das konnte also, so ein kleines Steinchen reichte schon. Nicht? Bops, war das Ding kaputt. Und dann kamen sie angezogen hier mit Pelzmütze und mit allem drum und dran, kamen die Autofahrer von der Autobahn runter. Doch was machen, wenn die Werkstatt gerade mal 5 Windschutzscheiben pro Woche bekommt und 10 Pelzmützen vor der Tür stehen? Die Lösung? Eine Lage Plexiglas. Ich habe sogar noch Plexiglas, klar, das ist immer, glaube ich, sogar noch sowas. Das ist so ein Rohling, wo wir praktisch die Windschutzscheiben draus gemacht haben. Stabil, bruchfest, durchsichtig ist sie. Nur etwas steif, oder? Wie form ich Piacryl? Kann ich nur warm verformen. Wo kriege ich eine große warme Platte her? Beim Bäcker im Backofen. Ich kam da rein, 3 Minuten, kommt das wieder raus. Bei einem Intershop hier in Freienhofen konnte man sich so Ersatzwindschutzscheiben kaufen, die man so ankleben konnte, aber da ging der Scheibenwischer nicht mehr. Bei mir gingen die Scheibenwischer. Gut zu wissen, wenn man noch 400 Kilometer vor sich hat, zum Ferienquartier an der Ostsee. Auch zum Jahreswechsel 1978-79 brechen tausende Urlauber dahin auf, als plötzlich merkwürdige Meldungen die Runde machen. Ich hatte um 14 Uhr mein Radio auf den Tisch gelegt. Da plärrt er mit einmal, dass in Stralsund bis zu 2 Meter hohe Verwehungen sind und der Bahnverkehr sehr, sehr stark behindert ist, zum Teil zum Erliegen gekommen ist. Und wir hatten Nordsturm, also von Norden her. Und Wustermark liegt ja südlich von Stralsund. Da habe ich gesagt, wenn der 100 km/h drauf hat, der Wind, dann ist er in 2 Stunden in Wustermark. Dann habe ich im Eisbahnamt angerufen und habe gebeten, man möge die Einsatzstufe 3 auslösen. Dann habe ich aber eine Antwort gekriegt.
Der hat mich dann durchs Telefon angebrüllt. Welche Einsatzstufe ausgelöst ist, das bestimmen immer noch wir und nicht Sie. Silvester steht vor der Tür. Neujahr. Tagelang ahnt Wolfgang Schlegel, werden Helfer nicht mehr zu erreichen sein, falls die Katastrophe kommt. Sie kommt. Binnen Stunden sacken die Temperaturen ab, um 30 Grad. Bringt der Nordstrom wahre Schneemassen mit. Doch in der Bahnmeisterei Wustermark haben sie ja ihn. Den Schneepflug Bauart Meiningen. 100 Exemplare dieses Schienenräumers hat die Deutsche Reichsbahn gebaut. Noch nie hat ihn hier jemand eingesetzt. Jetzt wäre die Chance. Doch der Motor springt nicht an. Was ich damals nicht wusste zu der Zeit, dass der Diesel ausflockt. Jedenfalls der DDR-Diesel, der war nicht so gut. Bei diesen tiefen Temperaturen wurde der flockig und damit kriegte man keinen Dieselmotor mehr in Gang. Zu dumm, konnte ja keiner vorausahnen, dass der Pflug ausgerechnet bei Minusgraden arbeiten muss. Aber könnte man nicht eventuell sich Strom von einer Lok holen? Ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, jetzt lässt du dir ein Kabel bauen, auf einer Seite eine Kraftstromsteckdose und auf der anderen Seite einen Schuko-Stecker. Weil alle Lokomotiven hatten am Umlauf einen Stecker, eine Schuko-Steckdose für eine normale Lampe oder sowas. Ne? Moment, Starkstrom auf Schwachstrom? Die Elektriker haben gesagt, das baut er mal alleine. Das machen wir nicht, sowas ist verboten, sowas gibt's nicht. Außerdem ein Schneeflug ist eine überwachungspflichtige Anlage. Sondern können wir das ja im Sommer machen. Ne? Jetzt ist die Katastrophe, jetzt brauchen wir das. Und jeder sagt, versteckt sich hinter Vorschriften, das geht nicht. Da habe ich mich hingesetzt und habe das selber gebaut. Und nun hieß es, ja los, ran. Vier ausgebildete Schneeflugführer hatten wir, das gehörte auch zur Wintervorbereitung. Und drei wurden schlagartig krank. Und die hatten tatsächlich die Hosen, die Strichen voll, die hatten Angst. Und das kann man auch verstehen. Man muss die Strecke dabei kennen. Wenn man nicht weiß, wo im Gleis irgendwas ist, ein Bahnübergang ist zum Beispiel eine ganz große Gefahr. Betonplatten und der Schneeflug rammelt gegen diese Betonplatten, dann kann er entgleisen oder macht zumindest einen Riesenschaden. Und dann habe ich gesagt, okay, der eine macht jetzt Zugführer und achtet auf die Signale und das Verfahren dürfen und ich werde Schneeflug bedienen. Ein Bahntechnologe ohne Ausbildung im Katastropheneinsatz. Oh je. Aber was machen, wenn das Chaos komplett ist? Die Insel ist faktisch weiterhin abgeschnitten. Sowohl die Straße als auch die Eisenbahnstrecke Stralsund-Sassnitz sind gesperrt. Oben auf Rügen müssen sie schließlich auch improvisieren. Und den eigenen Winterdienst erstmal suchen. Zwischen all dem Schnee. Das kam so schnell, dass die Schneeflüge gefahren haben, oder sind sie was, die Landwirtschaft oder wie, die hat sie in die Stützpunkte eingeweht. Die sind gar nicht zum Schneeflug fahren gekommen. So ist es über die reingebrochen. Vielleicht haben sie gedacht, na, morgen ist er wieder weg. Ist er natürlich nicht, der Schnee. Doch dafür Heinz Mittelbach bald da. Silvestermorgen 1978 schickt ihn die Karl-Marx-Städter Zentrale zusammen mit ein paar Kollegen Richtung Norden. Katastropheneinsatz. Sie geben Vollgas, 40 Kilometer pro Stunde. Und sind einen Tag später tatsächlich da. Der Empfang? Nun ja. Und die sagten, na, ihr seid schon zu lang unterwegs, ihr könnt nicht mehr fahren und wir setzen jetzt Armee drauf. Naja, da war ich schon ein bisschen... Und ich sah die Fräse, aber ich war da andere hat sich da nicht Stress gemacht, aber ich war da immer so ein bisschen gute Technik, was in meinem Leben so vorgekommen ist, ist viel kaputt gemacht worden durch Fehlbedienung. Muss ja nicht, sind doch patente Jungs drunter. Hin und wieder. Erstmal schlafen. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus.
früh aufgestanden und da kam einer von der Straßenmeisterei. So, ich sah, wie er das gesagt hat. Eine liegt in Graben und eine ist kaputt. Einen halben Tag und fast die ganze Fräse kostet ihn das Experiment NVA. Dann kann er endlich ran. Am Rügendamm wartet seit Tagen eine riesige Schneewehe auf ihren Bezwinger aus dem Erzgebirge. Drei Meter wird nicht gereicht haben. Ich weiß nicht, ob das ein Hindernis war, dass das angeweht hat, dort hier. Aber das war unwahrscheinlich, das war der höchste mit. Anlauf, Vollgas, nichts tut sich. Bis Heinz Mittelbach eine neue Fräsen-Kampfsporttechnik entdeckt. Das Wehenreiten. Da sind da Wehe aufgefahren. Die hat uns gehalten. So hart war die. Bis wir durch waren. Dann bin ich als Spitzenfahrzeug, als erste Fräse, bis Bergen. Da war die Straße befahrbar. Der Durchbruch, eine Sensation. Erstmals nach Tagen kompletter Isolation können Hilfstransporte auf die Insel rollen. Zu den ersten von knapp 40 abgeschnittenen Orten. Doch Entwarnung ist nicht in Sicht. Wir erwarten für die Nacht weitere Schneeschauer. Sie werden sich weiter nach Süden ausdehnen und dabei können einige Schauer auch sehr intensiv sein. Auch 300 Kilometer weiter südlich herrscht Ausnahmezustand. Dort, wo Wolfgang Schlegel seinen Schneepflug Tag und Nacht steuert. Noch immer fehlt das ausgebildete Personal und bald sogar der Zugführer. Als Ersatz bietet sich an der Parteisekretär. Er hat sich damals bereit erklärt und gesagt, die Partei, weiß ich noch, die Partei ist immer da, wo es schwierig wird. Dann hat er nur eine richtig große Fresse gehabt, Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, na, dann fahren wir mal los. Dann sind wir von Nauen nach Kremm gefahren und da war alles zugeweht. Da war die ganze Strecke zugeweht und der Wind war so toll. Also das Bild, was ich uns nachts, dass wir sind da nachts gefahren, bot, war so, als wenn man auf dem Meer Wellen sieht. Der ganze Schnee war in Wellenform. Und man wusste gar nicht, wo die Gleise hingehen. Das war alles glatt. Alles glatt. Das Erste, was da war, wo nichts mehr zu sehen war, da fing ich richtig an zu zittern. Mir wird, das war Angst. Er hatte richtig Angst, weil ich dann gesagt habe, mein Rücken ist eiskalt. Also den hab ich gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Das ist kein Problem. Dreh auf 6. Was sagt er? Ich sage, dreh auf 6, willst du hier stecken bleiben? 6 heißt 60 km/h. Die Hälfte, 30 km/h, sind vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Doch unter diesen Bedingungen wäre der Schneepflug chancenlos. Was machen mit einer Vorschrift, die im Katastrophenfall nichts taugt? Wenn irgendwas passiert wäre, mich hätten sie wahrscheinlich eingesperrt. Jeder hätte gesagt, Sie haben eine Vorschrift, da steht drin 30. Außerdem musste ein ausgebildeter Schneepflugführer sein. Ich war nicht, was haben die denn da überhaupt zu suchen dran? Aber ich bin am Ende 8 Wochen gefahren. Den Schnee räumen mit 60 km/h, unfassbar für die Schneefräsenfahrer oben auf Rügen. Quälend langsam arbeiten sie sich vor. 12, 14 Stunden lang, bis in die Nacht. Bis auch der beste Fräsenfahrer einmal schlafen muss. Doch der Katastrophenstab verlangt, dass es nonstop weitergeht. Zu dumm. Heinz Mittelbach hat keinen Beifahrer mit. Es kommt, was kommen muss. Es klopft an die NVA, ein Hauptmann aus Prora. Na, ich sag, da geht's los. Ja, da habe ich den eingewiesen. Ich habe mich daneben hingesetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich munter war, bin ich eingeschlafen. Und wenn er mal was hatte, dass er sich aufgepuckt hat, da hat er mich geweckt, da habe ich ihm dann wieder einen Hinweis gegeben, oder sind es wie, und dann ging es weiter.
einmal da an meiner Seitentür klopfen. Hab ich aufgemacht. Das hat er schon nicht gewusst, dass er da, wenn Häuser stehen, erstmal sollst du gar nicht fräsen oder wie. Und da hat er bei einem Haus die Fensterscheiben eingedonnert mit einem Schnee. Der Hausbesitzer, da kam hinterher. Ich hab schon egal gesagt, mit dem Hammer, aber so ungefähr aufgebracht. Wir müssten erst wieder auf dem, ich will nicht sagen, auf dem Teppich holen, aber da hätte er uns am liebsten rausgezogen. Ja. Ich bin dann, ich weiß nicht, mit dem normalen Auto, die dann hier von der Straßenmeisterei, mal zurückgefahren, dass sie mich nicht kannten oder sind sie wie, und hab das angeguckt, da hatten sie mit Brettern zugenagelt. Das war uns auch peinlich. Oder mir. Mir wäre es nicht passiert, wenn ich hätte gefräst. Passiert halt, wenn Katastrophe ist. Die eingesetzten Räumpanzer gabeln schließlich unterwegs noch ganz andere Sachen auf. In den tief verschneiten Weiten. Eine ganze Woche braucht es, ehe die Karl-Marx-Städter samt NVA-Hauptmann die Verkehrsadern wieder komplett freilegen. Daheim fast ungläubiges Staunen über die Berichte der Zurückgekehrten. Logisch, so richtig hat das ja auch keiner mitverfolgt. Bei uns war es finster. Da lief kein Fernsehen, kein Rundfunk mehr. Also, ne? Wir haben nur gemerkt, dass es sehr kalt wird und dass es sehr viel geschneit hat. Aber ne? Mehr auch nicht. Der Schnee, die sibirische Kälte, sie legen fast das ganze Land lahm. Ein herber Rückschlag fürs Winterkatastrophenmanagement, bei dem es Anfang der 80er Jahre ohnehin immer öfter hakt. Auch die Fahrzeugflotte des Straßenwinterdienstes, überaltert, marode. Es war ein hoher Reparaturaufwand, es war ein hoher Verschleiß da, es wurde immer schwieriger. Das Notwendige heranzubringen, um die Fahrzeuge am Laufen zu halten. Nicht genug. Die Leute schimpfen auch noch. Das Streusalz würde ihre Straßen zerstören. Schnee, Wasser, wie einen Schwamm in die Fahrbahn saugen. Und dann, peng, platzt sie auf. Gerade oben im Erzgebirge ein massives Problem. Du hast halt hier immer mehr Schnee drin, ist Eis drin. Und sobald du ein kleines Rissel in der Straße hast, macht halt dann das Wasser rein, dann kommt wieder ein Frost und das treibt die Straßen hoch. Die heben sich richtig. Ja, da merkst du richtig, die sei bestimmt ein paar Zentimeter höher, wenn es jetzt der Frost drin ist. Und dann im Sommer sind die wieder tiefer. Also die leben richtig. Und sterben gewissermaßen. Jedes Frühjahr ein bisschen mehr, dank rigider Sparmaßnahmen. Mit 10% des früher eingesetzten Bitumen sollen DDR-Straßenbauer fortan die Schäden beheben. Mehr als Kosmetik ist nicht drin. Wir konnten eben im Prinzip nur die Straßenlöcher, die jedes Jahr nach dem Winter in immer größerem Maße auftreten, flicken. Und deshalb haben wir den Namen geweckt, Flickkonzern. Die Beschwerden über die massive Zunahme sozialistischer Straßenhindernisparcours mehren sich. Man hört darüber hinweg. Bis etwas Unerhörtes geschieht, 8 Kilometer Luftlinie vom Fichtelberg entfernt. Und dort gab es dann Bürger, die haben, wenn ich mich recht entsinne, kleine Fichten in die Fahrbahn, in die Schlaglöcher gepflanzt. Das war natürlich dann kein Fachproblem mehr, das war dann ein echtes Politikum. Die Staatsmacht lässt die anstößigen Objekte schnell verschwinden. Das Problem wird sie nicht los. Immer neue Provokateure verüben aus dem Dunkeln heraus ähnlich heimtückische Anschläge. Und amüsieren sich köstlich über die staatliche Irritation durch die Methode Schweig. Ich kann mich auch noch erinnern, dass es damals geheißen hat, es ist eine Gefährdung des Straßenverkehrs, dort Bäumchen reinzupflanzen. Aber welche Gefährdung des Straßenverkehrs ist größer? Die durch die biegsamen Bäumchen oder die durch die tiefen Löcher? Da
das gesehen haben, die haben sich gefreut. Das ist Bewegung, man sieht's. Ja. Es ist doch irgendjemand, der da einen Stein ins Rollen bringen will. Mit ihren charmanten Provokationen erzwingen die Neudorfer immerhin ein paar zusätzliche Reparaturen. Während das DDR-Straßennetz immer mehr verkommt. Wie gewaltig die Schäden in der Summe sind, wird erst 1990 publik. Über die Hälfte unserer 120.000 Kilometer öffentlicher Straßen befindet sich in desolatem Zustand. Das sind 1,5 Erdumrundungen. Der Nachholbedarf an Investitionen beläuft sich heute schätzungsweise auf sage und schreibe 60 Milliarden Mark. Angesichts dieser Bilanz verwundert, welche Energien und Mittel die DDR bis zuletzt in den Winterdienst steckt, um marode Straßen perfekt zu räumen. Aber klar, wenigstens in dieser Kategorie will man Sieger sein und bleiben. Genüsslich schaut man sich regelmäßig die Verkehrskollapse drüben an, beim Gegner. Auch für den östlichen Bayerischen Wald brachte die vergangene Nacht meterhohe Verwehungen, die sämtliche Verkehrswege unpassierbar machten. Die pausenlos arbeitenden Räumkommandos schafften es dennoch nicht, wenigstens die Hauptstraßen freizuhalten. Kein Vergleich zum Winterdienst in der DDR. Wo geräumt wird bis zum letzten Meter. Na gut, ein paar haben sie auch hier nicht immer geschafft. Wo? Klar, oben. Im Erzgebirge. Wir könnten ja auch keine Wunder vollbringen. Das war da erst recht nicht. Also wenn dort Schneesturm war, dann war Schneesturm. Egal welches System war. Wie gut, dass tief drinnen in den Erzgebirgern all die Jahre ein Hauch alter Zeiten überdauert hat. Der Gebirger, der sagt eben, Winter ist Winter. Und wenn im Winter meine Straße verweht und gesperrt ist, dann ist, deshalb haben wir ja Winter. Hier bei uns in der Gasse, da kommt hier oben das Sperrschild hin. Und damit hat sich das. Da war schon vor 3 Jahren, war sie 2 Monate zu. Ja, da war einer, der wollte noch ganz schnell durch. Vorne war die Schneefräse, hier war noch so, dachte, ach, komm schon durch. Mit Gas rein in die Schneewehe vor unserem Haus war stecken geblieben, der Stocks, also 1 Monat auf alle Fälle, das Auto. Der ist dann noch durchs Dach raus. Hier mit drüben ging ja nichts mehr. Ende des Jahr, wenn's keiner noch erwächst,